Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über die Offenbarung, der zweite Teil aus Offenbarung, Kapitel 6, das fünfte und das sechste Siegel wird geöffnet. Wir lesen in Vers 9 von Kapitel 6, und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich. Die ersten vier Siegel, die geöffnet wurden, sahen also jeweils Reiter. Und das war eine Einheit für sich. Und diese Art wird jetzt durchbrochen, dass ein völlig anderes Bild jetzt auftaucht. Jetzt kommt nicht ein fünfter Reiter, sondern was passiert jetzt? Er sieht dort in der intergalaktischen Schaltzentrale, in diesem Zentrum des Universums, in diesem himmlischen Thronsaal, von wo aus das ganze Universum regiert wird, sieht jetzt Johannes einen Altar. Und bei dem Altar tut sich etwas. Und da ist es jetzt wichtig zu verstehen, was im Alten Testament in diesem Modell, in diesem Minimundus, in diesem kleinen Modell des himmlischen Heiligtums beim irdischen Heiligtum vor sich ging. Da wurde also Blut zum Beispiel vor dem Altar auf den Boden gespritzt, von den Opfertieren das Blut. Und dieses Bild, das taucht jetzt hier auf. Ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das sind also, dieses Bild drückt etwas aus, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, hat Gott gesagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Natürlich wissen wir, dass Blut nicht schreien kann. Das ist also hier im übertragenen Sinn. Und Johannes sieht ja Bilder und Menschen, die getötet worden sind, sind jetzt wie geopfertes Blut von den Schlachttieren. Und die schreien jetzt auch. Und wie? Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht? Wann kommt endlich Gerechtigkeit? Wann wird uns Gerechtigkeit widerfahren? Wir wurden unschuldigerweise hingerichtet, weil wir uns zu Jesus bekannt haben. Herr, du Heiliger, Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Greif ein, schaff Gerechtigkeit. Und jetzt kommt etwas Hochinteressantes in Vers 11 von Kapitel 6. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Denn wir wissen von Jesus, der Tod ist ein Schlaf. Aber das Blut schreit gen Himmel. Das Blut schreit. Wann kommt Gerechtigkeit? Das ist übrigens hier die zweite Frage, die in der Offenbarung gestellt wird. Die erste Frage hatten wir in Kapitel 5, in Vers 2. Wer ist würdig, dieses siebenfach versiegelte Buch zu öffnen, da hineinzuschauen? Ja, was ist dieses siebenfach versiegelte Buchrolle? Das ist die himmlische Datenbank. Da ist alles gespeichert. Der Lebensfilm von jedem einzelnen Menschen, von jedem Volk. Das ist die komplette Weltgeschichte.
Alles ist da drinnen. Klar, wenn es von jedem einzelnen Menschen ist, der Lebensfilm, dann haben wir es von allen. Von jedem Herrscher und vom Unbedeutendsten genauso. In den Augen der Mächtigen unbedeutend. Vor Gottes Augen ist jeder gleich viel wert. Und Jesus ist für jeden bereit gewesen, sich zu opfern. Ob es jeder annimmt, das ist wieder etwas anderes. Aber von seiner Seite her bietet er es jedem an, den König wie den Bettler. Und jetzt rufen die, aber im Himmel wird schon etwas klar gemacht. Sie bekommen weiße Kleider, das ist nicht alles symbolisch, das heißt, sie werden rein durch dieses weiße Kleid. Es wird etwas bedeckt. Weiß, Symbol der Unschuld. Das heißt, die bekommen in diesem Gericht vor der Wiederkunft schon die Zusicherung, ohne dass sie es wissen, weil sie schlafen ja, sie ruhen ja, es wird für sie schon alles klar gemacht. Denn wir denken ja mitunter, boah, da wurden die und die Märtyrer umgebracht. Da wurden die ersten Christen im Kolosseum in Rom den wilden Tieren, den Löwen zum Fraß vorgeworfen, weil sie sie nicht vor der Kaiserstatue niedergebückt haben. Was ging hier alles vor sich? Was für eine Ungerechtigkeit. Das schreit zum Himmel. Das haben wir hier in diesem Text. Beim Öffnen dieses fünften Siegels. Wir hatten also die vier Reiter, der weiße Reiter zur Wiederholung, Ausbreitung des Evangeliums, nämlich der Reiter auf dem weißen Pferd. Dann der Reiter auf dem roten Pferd. Zweites Siegel, das geöffnet wird. Verfolgung tritt ein. Von daher kommen diese Märtyrer. Die dritte Öffnung vom Siegel, da kommt es jetzt dazu, dass der Reiter auf dem schwarzen Pferd auftaucht, wo es zu diesem Kompromiss kam. Also eine Art moderne Ökumene, wo Konstantin angeboten hat, na kommt her, ihr Urchristen. Vereinigen wir es, eure Religion mit der römisch-heidnischen. Machen wir eins. Daraus entstand die römisch-katholische Kirche mit all den Veränderungen, weil es eben eine Mischung war aus römischer Religion mit christlichen Begriffen. Darum heißt es ja römisch-katholisch. Römisch, nicht christlich-katholisch, römisch. Dann daraus das leichenblasse Pferd bei der Öffnung des vierten Siegels. Wird alles tot, weil die Lehre nicht mehr stimmt und hat sich entfernt von der Bibel. Und jetzt die Frage, und was ist jetzt mit denen, die damals unter dem Reiter mit dem roten Pferd symbolisch umgebracht wurden? Was da? Sie sind jetzt tot. Gerechtfertigt von Gott. Auf Erden wurden sie verurteilt, mit dem Tode bestraft. Der Himmel sagt, alles in Ordnung. Und auf die Entscheidung kommt es an, dass man dort das weiße Kleid bekommt. Ob du hier auf Erden ungerecht oder gerecht beurteilt wurdest, ob du hier unschuldigerweise zum Tode verurteilt wurdest, was zählt? Er wird dich auferwecken und er spricht Gerechtigkeit. Das tut also so gut. Und das passiert im fünften Siegel. Denn bevor Jesus wiederkommt, muss ja ein Gericht stattfinden, um klarzustellen, wer ist dabei und wer ist nicht dabei, wenn Jesus seine Engel aussendet, um seine Leute einzusammeln. Es muss ja jetzt entschieden werden, wer dann dabei ist. Unter den Toten, die dann auferweckt werden, und unter den Lebenden, die man nur verwandeln muss. Toten muss man auferwecken und verwandeln, die Lebenden brauchst du nur verwandeln. Wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, in Kapitel 15, Abvers 50. Hier haben wir also ein Bild, im Himmel tut sich was. Auf Erden, der wird umgebracht, der hat was Böses gemacht. Der Himmel sagt, sie sind gerecht, sie werden ewig leben. Was für ein Unterschied. Und darum die Frage, wie lange dauert es noch, bis da gerecht gerichtet wird? Sie sollen noch ruhen eine Weile. Weiter schlafen. Ganz ein wichtiger Aspekt.
Tja, und dann kommt das sechste Siegel dran. Fünf sind jetzt geöffnet. Was steht jetzt beim sechsten? Wir haben den Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Hui, das sind also Katastrophen, wie sie Maximilian Jantscher, unser Künstler aus der Steiermark, hier dargestellt hat. Katastrophen, Stürme. Wassermassen, Blitze, Donner. Es kommt ganz, ganz massiv über diesen Planeten. Und je höher die Infrastruktur, je höher entwickelt, je höher die Zivilisation, wo wir meinen, es wäre hoch, aber eigentlich ist es schon dekadent, umso schlimmer die Folgen. Nicht, wenn eine Lehmhütte hinweggefegt wird, die baust in einem Tag wieder auf. Aber hier, was hier los ist, wenn das Gasnetz zusammenbricht und sich entzündet, wenn das Stromnetz zusammenbricht, die Wasserversorgung zusammenbricht, unsere Städte werden unbewohnbar bei diesen Katastrophen. Und da reicht das erste, dieses Erdbeben. Und zwar nicht ein Erdbeben, sondern ein großes Erdbeben. Das größte, was es je gegeben hat. Wo sich die Oberfläche der Erde wie Wellen im Meer bewegt. Spricht ja auch von den seismischen Wellen. Ja, und dann kommt das Allerstärkste in Vers 14 und damit ist die Sache erledigt. Der Himmel, also die Atmosphäre, entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Die Lufthülle Wie hat ein Petrus das ausgedrückt? In seinem zweiten Brief. Da hat er etwas gesehen in einer Vision. In Kapitel 3 und hier in Vers 10 schreibt Petrus, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Lufthülle entfernt sich. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Die Himmel zergehen mit großem Krachen, Lufthülle entweicht. Wenn ein Gewitter ist und da entstehen Spannungen und die Spannung entlädt sich durch einen Blitz, dann entsteht dort, wo diese Stromladung durchgeht, ein Vakuum. Und wir sehen die Helligkeit. Und was für eine Kraft das ist. Wenn das in der Nacht ist, dass in der Ferne ein Gewitter ist, hast du dieses Wetterleuchten. Du ständig einen Blitz nach dem anderen siehst. Und hoffst nur, dass es nicht näher kommt, sondern woanders hinabzieht. Und jedes Mal, wenn so ein Blitz diese Lufthülle durchzuckt, entsteht also ein Vakuum, das ist nichts. Luft ist ja nicht nichts, das ist ein Gas. Ist lockerer wie eine Mauer. Weil du kannst du mit der Hand durchpflügen, trotzdem ist das da. Wenn es nicht da wäre, wärst du schnell bewusstlos, weil du nicht mehr atmen kannst. Und wenn jetzt so ein Vakuum entsteht, nachdem der Blitz vorüber ist, strömt die Luft zurück. Und das ist der Knall. Das ist der Donner. Das Zurückweichen der Luft in dieses Vakuum hinein. Was das für ein Knall ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wenn die ganze Lufthülle zu entweichen beginnt, was das für ein Knall ist. Darum steht hier, die Himmel werden zergehen mit großem Krachen. Also da verabschiedet sich jedes Trommelfell.
sind alle taub nach diesem. Und danach ersticken alle. Außer, weil die Luftseele weg ist, die Engel kommen, wie Jesus sagt im Matthäus 24, nach diesen gewaltigen Ereignissen, wenn da alles drunter und drüber gegangen ist, was dann passiert, wenn er sagt, und dann wird er seine Engel aussenden, mit hellen Posaunen. Und was tun die dann? Ich lese Matthäus 24, ab 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Wie in Offenbarung Kapitel 6, beim Öffnen des sechsten Siegels. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, die Wolke, nämlich die Engel, die ihn begleiten. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln. Von den vier Winden, also von den vier Himmelsrichtungen. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die Engel werden die Auserwählten sammeln. Jesus wartet in der Luft. Es landet nicht auf dem Planeten. Darum, wenn irgendwo einer auftritt und es war in dem Stadion, wo 100.000 versammelt sind, da ist jetzt Jesus aufgetreten. Geh nicht hin, sagt Jesus. Das sind Verführer. Das ist wahrscheinlich Satan persönlich, der sich hier in einen Lichtengel verwandelt. Wenn Jesus kommt, schwebt er. Und die Engel sammeln seine Auserwählten. Es ist die größte Evakuierungsaktion aller Zeit. Die größte. Und dann ist nur eine Frage. Bist du da dabei? Bist du vorbereitet auf diese Evakuierungsaktion? Denn der Engel nimmt diese Person mit, jene. Stell dir vor, er geht an dir vorbei. Ja, wie kann ich das vorher festmachen? Weil ich kann dann schreien und rufen und Engel sagt, kein Auftrag, bist nicht auf der Liste. Wie kommt man auf diese Liste? Es kommt jeder auf die Liste, der ein Ticket gebucht hat. Was kostet das? Dein Ego, deinen Stolz. Und es braucht Vertrauen, wie in einer Liebesbeziehung, wo du anfängst, jemanden zu beschnuppern. Wäre das jemand für mich, fürs Leben? Und so ist die Sache mit Jesus. Beginnst zu beschnuppern. Wie ist der? Das ist mein Schöpfer. Der hat mich erfunden. Was hat der vor mit mir? Der liebt mich. Und wenn wir anfangen, seine Liebe zu begreifen, ja, dann tut sich in uns etwas. Weil immer wenn uns jemand liebt, dann sind wir durcheinander. Und reagieren auf diese Liebe. Nun ist es so, dass Jesus einer ist, der beständig um uns wirbt. Er schenkt uns die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken, lässt die Nahrung wachsen auf diesem Planeten, er versorgt uns und möchte uns in Ewigkeit versorgen. Nicht nur auf einem Planeten, in einem Universum, das er für uns bereithält. Und er wartet darauf, dass unsere Liebe dahin mündet, dass wir einsehen, was wir für Narren waren vorher. Und um Vergebung bitten, bereuen und neu durchstarten wollen. Bitte wenden, wenn du in einer Sackgasse bist. Tut Buße. Vertraut dem Evangelium. Das ist die Botschaft. So bekommst du das Ticket. Aber du musst erst dein Stolz, dein Ego vom Thron. Und diese Entscheidung von dir, das kannst nur du machen. Kann nicht dein Papa für dich machen. Du kannst nicht für dein Kind machen. Du kannst nur für dich selber die Entscheidung treffen. Eine individuelle, einzelne Entscheidung. Dann bekommst du das Ticket.
und dann bist du bei der Evakuierungsaktion dabei. Dann holt er dich raus. Und dann sind wir, während der Planet untergeht, zwischenzeitlich, das Universum ist groß genug, auf anderen Planeten untergebracht. Zuerst einmal im himmlischen Heiligtum sehen wir mal die Thronzentrale, das intergalaktische Schaltzentrum, und begreifen, wer der ist, dem wir unsere Ewigkeit verdanken. Aber wie geht es hier weiter? Der Himmel entweicht wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, haben wir gelesen in Vers 14, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Ein Berg weggerückt? Gibt es in Vorarlberg eine Autobahn im Rheintal? Geht also direkt durch, da hat man einen Berg durchschnitten. Der Berg ist nicht allzu hoch, etwas über 600 Meter. Und hat die Breite rausgenommen, wie die Autobahn ist, die vierspurige, und hat das Material gleich verwendet, um das anzuschütten in der Rheinebene, weil das war ja eine recht sumpfige Geschichte früher. Und hat einen Berg praktisch in der Mitte auseinandergeschnitten und das Material weggenommen, was das für eine Arbeit war. Und da steht jetzt alle Berge, aber da gibt es noch ein bisschen höhere als der mit 600 Metern. Alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Alle Berge. Alle Inseln. Das ist Weltuntergang. Das ist das, was wir hier sehen, nur die harmlose Vorstufe davon. Also harmlos ist es nicht mehr, aber im Verhältnis zu dem, was dann kommt, ist das noch gar nichts. Weil dann steht hier kein einziger Wohnturm mehr. Braucht man sowieso nicht mehr. Weil wenn die Luft weg ist, hilft ja auch der Wohnturm nichts mehr. Hier ist nur mehr ein Trümmerhaufen auf diesem Planeten. Jede Stadt, wie wenn sie bombardiert worden wäre. Erdbeben. Lufthülle entweicht. Alles vorbei. Also wenn du nicht rausgeholt wirst und verwandelt wirst, was hilft es, wenn ein Engel dich mitnimmt und du bist nicht verwandelt mit dem neuen Körper, wie ihn die Engel haben, dann würdest du ersticken, weil der Engel nimmt dich ins Weltall mit. Das ist keine Luft, die du atmen kannst. Du brauchst also einen Engelkörper. Drum verwandelt dich Jesus. Wie Paulus schreibt in 1. Korinther 15 ab Vers 50. Da kannst du es nachlesen. In 5 Versen. So was passiert noch. Die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen. Jetzt haben wir also die ganze Elite. Und alle Knechte und alle Freien. Das ist also der Rest. Verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das ist der Titel unseres Abschnitts. Wer kann bestehen? Wir haben gesehen, diese Märtyrer, die bekommen in Abwesenheit, nämlich wenn sie schlafen und ruhen, ihren Todesschlaf durchziehen, bekommen sie ihr weißes Kleid. Das heißt, werden gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Vom Himmel. Und das allein zählt. Nicht die irdischen Gerichte, was die beurteilen. Aber die anderen, die zittern jetzt. Die fragen, wer kann bestehen? Wenn der kommt, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, was da? Ja, es kann der bestehen, der vorher Freundschaft geschlossen hat. Hier geht also alles unter. Der Planet. Und auch wenn du dir einen unterirdischen Atombunker anlegst, diese Erdbeben, die dann kommen, die schlagen alles bisherige. Der Planet geht unter, die Lufthülle entweicht. Und die Engel nehmen die Auserwählten mit. Und auserwählt ist der,
der vorher mit Jesus einen Bund geschlossen hat. Sag, hier bin ich. Ich will mit dir. Ich will nicht mehr wie vorher. Ich sage, und ich will trotzdem so. Nein, aus Liebe zu Jesus will ich, was er mir empfiehlt. Dann beginnt das wahre Leben, die Sinnerfüllung. Weil er hat uns erfunden, unser Schöpfer. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Du kannst anders handeln. Aber je näher du dem kommst, wie es geplant ist, zur Betriebsanleitung, desto besser wird es dir ergehen. Und je weiter du weg bist, kommt die Krise. Du suchst nach dem Sinn. Wozu bin ich da? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Woher kommst du? Ja, von deinem Papa im Himmel. Wohin gehst du? Zu deinem Papa im Himmel. Wozu bist du da? Dass du in der Zeit als Mensch hier das begreifst. Darum geht's. Genau um das. Die anderen zittern. Die verkriechen sich. Die Felsklüfte, die können den Anblick nicht ertragen, wenn Jesus kommt mit seinen Engeln. Sie haben Angst. Die einen kommen um vor Angst. Und was sagt Jesus denen, die das Ticket gebucht haben? Weil ihr Ego sich durchgerungen hat, gesagt haben, Herr, mit dir will ich. In Lukas Evangelium Kapitel 21 lesen wir ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Wie in Offenbarung Kapitel 6 beim sechsten Siegel. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, wie wir das hier auf diesem Bild sehen. Wenn die Fluten in eine Höhe gelangen, wo auf einmal eine Flut 30 Meter hoch sich aufbäumt, wie eine Wand auf dich zukommt, wie ein Bulldozer. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie verzagen, sie vergehen vor Furcht. Und jetzt sagt Jesus, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann ist das Ende. Was sagt er seinen Auserwählten, die mit ihm ein enges Bündnis geschlossen haben? Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Er kommt. Und die anderen, er kommt. Für die einen kommt er als Löwe, die haben Angst. Für die anderen kommt er als Lamm, das für uns geblutet hat. Erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht, weil sich eure Erlösung ein Vers, hier in Lukas 21, in Vers 28. Eure Erlösung naht sich. Er kommt mit seinen Engeln, dich abzuholen. Bist du dabei? Hier überlebt keiner. Das heißt, nach dieser Wiederkunft, wenn der Herr seine rausgeholt hat, die nicht dabei sind, die kommen in diesem Katastrophenszenario alle um. Ist ja klar, wenn die Lufthülle entweicht, wer soll dann überleben? Das ist praktisch mit einem Schlag ist alles fertig. Wie wir dann später sehen werden in der Offenbarung, wenn die Posaunen blasen, wenn die Plagen kommen, wenn alles drunter und drüber geht. Aber das Kapitel schließt mit der Frage, wer kann bestehen? Das passiert. Und die Antwort erfahren wir in Kapitel 7. Bist du wieder mit dabei? Ich freue mich auf dich.